So, nach 7 Minuten heiße ich euch jetzt herzlich willkommen auf YouTube. Ich war gerade am Denken, wie ich das jetzt mache, aber nachdem der Stiegenaufgang ganz gut funktioniert, kommen hier jetzt die Segel drauf. Darüber kann ich nicht mehr, aber hierüber kann ich noch. Auch trotzdem Bäume. Der Wind kommt von hinten. Da werde ich wahrscheinlich eine Schneise schlagen. Aber vorerst schauen wir mal, was wir noch zusammenbekommen. Ich mache es da ein bisschen kleiner. Gefällt mir noch nicht, gefällt mir nicht. Ja, nach einer Weile kommt man in das Bausystem gut rein. So, die Schneise. Na? Hep. So, ich muss ja nicht alle wegnehmen, aber den nehme ich noch. Der kommt noch mit. Was ist denn hier? Häng! So. Dass der da keinen Sound hat. Aber den Bug kenne ich schon. Scheint das hier ziemlich frei. So ziemlich. So, jetzt haben wir hier Platz für das Segel. Sieht so aus, als würde der Baum auch fallen. So.
Aber ich finde es cool, dass sie physisch nicht einfach durchfallen. So. Ja, jetzt ist das angenehmer, definitiv angenehmer. So. Hier vielleicht doch nicht so klug. So recht stylisch aus. Ups. Aber dafür haben ich ja den Turm gebaut, also der Stiegenaufgang gebaut. Ich glaube, hier etwas Verbreiterung wäre nicht schlecht. Ja. Nein. Ich hab's halt gern symmetrisch. Bisschen wenigstens. Dann machen wir es so. Bisschen besser. Noch ein Segel und dann wären wir eigentlich, glaube ich, jetzt schon aufbruchbereit. Eigentlich sollte das da rüber, ne? Das war genau hier, wo der Eingang ist. Jetzt werden wir das anders machen. Dann nehme ich das hier nochmal weg. Setze das hier weiter nach vorne. So. Vielleicht reichen ja die Masten aus. Der wäre ja auch noch gerechnet gewesen. Hm.
Ja, dann machen wir es so. Kein Stamm mehr da. Der kann nachwachsen. So, aber da noch ein. Segel aufgestellt. Das Beste ist, ich habe mich jetzt falsch orientiert und alles steht verkehrt herum. Haha. Aber das ist keine Hexerei. Die sollen ja so gehen. Vielleicht sollte ich mir ein paar neue Tücher machen. Jetzt hör aber auf. Ja, 240 Bretter haben wir auch noch. So. Was ist, wenn ich jetzt zwei... Der Sturm ist rechts von mir. Segel zum Kreuzen. Ah, da habe ich keine Seile mehr. Okay. Aber es ist sich ausgegangen. Es ist vollbracht. Genau, das ist das, was mir jetzt nicht so gefällt beim Tun. Ich werde noch umändern. Da muss ich den Aufgang ab den ersten, ab den mache ich es anders. Weiß nicht, ob sich das jetzt da mit der Höhe ausgeht, weil jetzt wäre es ja perfekt gewesen, aber ich wollte die
eigentlich aus kosmetischen Gründen hier unten, also hier genau anliegend haben. Das geht aber dann gar nicht, gell? Das geht leider so nicht. Ja, oh ja, geht schon. Wenn ich so mache. Dann muss ich das vorlassen. Auch wenn es mir nicht hundertprozentig jetzt gefällt. Geht nicht anders. Sonst muss ich die ganze Konstruktion ändern und das mag ich jetzt auch nicht machen. Das war jetzt zu viel Zeit weg. Was mir halt jetzt nicht so gefällt, ist, dass das jetzt in der Luft hängt. Ne? Das wollte ich eigentlich mit einer Leiter stützend bauen. War der jetzt zu hoch? Ich sehe es nicht. Wahrscheinlich war die jetzt zu hoch. Okay, dann muss ich hier die große nehmen. Die kleine geht sich irgendwie nicht aus. Die snappt nur ganz oben. Hier wird es passend sein. Ja, passt. Schaut das bisschen realistischer aus. Na, da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Außer dass ich hier noch einen Steher mache, aber. Das lassen wir mal. Das passt dann so. So, na dann. Ans Ruder. Der Wind steht günstig. Ah, wir haben keine Ruder. Ans Ruder, wir haben keine Ruder. Captain. Oh, Captain, mein Captain. Der steht auf Snap-on, aber snappt halt nicht. Mal die Frage, ob sie die dann von alleine ausrichten oder nicht.
Machen wir mal 3. Kann man da noch zumachen mit einem ganz, ganz kleinen Eck? Jetzt fange ich hier zum Bodenlegen an. Ja, das ist zu klein, das Eck. So mag er nicht. So mag er auch nicht. Na komm schon. Jetzt muss ich aber große, müsste eigentlich auch da reingehen. Ja, geht doch. So, gefällt mir das besser. Upsi. So, jetzt haben wir alle Kriterien erfüllt. Wir sind über der Masse. Nice. Wo geht's hin? Entlang des Sturms. Oh, gib die Gas. Oh ja, gib die Gas. Jetzt können wir auch heben und senken. Mit Space und Control. Ja, gib mir den Wert ein. Da sind weitere Inseln. Etwas höher gelegen als wir. Nice, nice. Wir cruisen dahin. Die wäre zwar jetzt näher als die da vorne, aber... Oder da vorne taucht schon irgendwas auf. Also nee, das war nur die Windschwade. Aber die ist mir ja ziemlich nahe an der Mitte und ich will da jetzt heute noch nicht rein.
Die Luft ist dünn hier oben. Ich werde mal die Segel einholen. Das Höhenruder auch einholen. Und hier mal einen Ausflug machen. Es ist nice, es ist echt nice. Ja, ich will noch nicht durch den ersten Ring durch. Das machen wir dann bei der nächsten Folge. Ich wollte jetzt noch schauen, ob ich jetzt schon den Zenit der Technologie erreicht habe. Oh, was für ein Zufall, eine Wasserinsel. Das ist sehr nice. So, jetzt habe ich nichts Neues gelernt. Also, ja, ich dürfte den Zenit erreicht haben. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal durch den ersten Ring zu reisen. So, völlig ausgeruht. Das gefällt. Immer schön auf Knochen achten. Die sind auch sehr selten. Birken. Ist jetzt keine andere Holz. Ist jetzt nicht als ein anderes Holz dargestellt. Holz bleibt Holz. Hier kann ich zum ersten Mal Sichel verwenden. Oh mein Gott, das ist jetzt was Neues. Das ist neu. Nice. Hat sich schon ausbezahlt gemacht hier. Flachs. Vielleicht gibt uns das als Alternative für den Pilzfasern. Und ich kann endlich mehr. Oh, nice. Da müssen wir gleich noch mehr ernten. Ja, Knochen. Einer. Also, ne. Es gibt immer Materialien, die sehr selten sind. Zumindest ist es hier nicht Stein. Dafür liebe ich das Spiel auch. Ja, der Titel, den mag ich.
Ah. Okay, ein Flachs gefunden. Achso, das haben wir nicht gemacht. Wie könnte ich die... Naja, wird es ja woanders auch Flachs geben, nehme ich an. Kann ich ja hier andere Segel machen. Also Winderräder, Entschuldigung. Winderräder. Ja, macht man das hier. Aha. Jetzt war wieder Sound hier. Einmal Sound, einmal nichts. Keine Katze. So, ist doch sehr nice. Gerade wo ich dachte, es ist mit der Forschung zu Ende, geht's doch weiter. Yay! Ups. Ich kann dann schon ins Menü schauen, aber. So, Workshop kann ich nichts mit dem Ding machen, noch nicht, habe ich ja noch nicht. So. Kann ich den auch händisch bedienen? Ja. Na, mal schauen, was rauskommt. Wir müssen nur ein paar machen. Die Frage ist, wenn ich händisch mache, kriege ich dann viel mehr raus? Jetzt kann ich mein Spinnrad machen. Leute, das wird ja immer besser. Es ist bei weitem nicht zu Ende. Was haben wir hier? Fiber. Gut. Oh mein Gott, ein Webstuhl und ein Spinnrad. Ist das nice. Also was brauche ich da dafür? Seile, die habe ich gerade noch. So, aber die Effizienz ist passt, oder? Momentan mit einem Windrad noch.
Machen wir einfach ein zweites hier. Achso, ach Gott. So. Die werden jetzt mit einer höchstmöglichen Effizienz betrieben. Man hat jetzt alle Flachsfasern schon verarbeitet. Okay. Achso, warum hängt denn der jetzt wieder nicht dran? Immer noch genug Leistung, minus 25. Werden die zwei Maschinen, weiß ich nicht. Ich will ja nur mal sehen, was das macht. Nur mal zum Ausprobieren. So. Der braucht das. Ja, der macht man dann damit Seile. Und der macht bessere Tücher. Und dann mach du mal Tücher und du mal Seile. So, jetzt laufen da zwei Maschinen. 72. Ja, okay, mehr sollte jetzt halt nicht laufen damit. Aber das ist jetzt auch nur zum Testen. Ja, man läuft ganz gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt habe ich eine Alternative zu Seile. Also zu den Fasern. Und bessere Tücher. Somit können wir auch, nehme ich mal an, vielleicht andere Segel. Ne, noch nicht. Der Gleiter. Habe ich schon rausgenommen. Hier tauchen die gar nicht auf. Hä?
Okay, drei Knochen fürs Knochenschwert, okay. Mit dem fängt er leider nichts an. Mit dem leider auch nichts. Aber soweit mal okay. Also nicht nur durch die Steine kann man neue Forschung erlangen, sondern auch durch die Sachen, die man findet. So, na, dann gönne ich mir aber hier mal ein Schläfchen. Werde aber, denke ich mal, dann auch gleich die Folge für heute beenden. Unsere Insel ist jetzt flugtauglich. Das Ziel haben wir erreicht und forschungstechnisch haben wir uns auch weiterentwickelt. Das gefällt mir auch ganz, ganz gut. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Geht das? Also ne, bei der halben Stiege geht das nicht. Aber es geht. Also na, das ist das Schräge. Wenn ich die kleinen nehme. Dann wird es gehen. Ja, das geht sich aus. Jo. Nice. Es wird so richtig eine süße kleine Hobbytüte. Ich hoffe, dass die Türen bald mal kommen. Türen mit Stein oder so kann ich auch noch nichts. Die haben dort Door-Frames, aber sonst nichts. Na gut, meine Lieben, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Liebe, bleibt gesund. Bis zum nächsten Stream oder Video. Euer Altron, Baba.